willkommen zu einem kleinen Rundgang zum Thema Arbeitssicherheit. Ah, da bist du ja. Kannst du mir das abnehmen? Ach, gut, gehen wir los. Gut, los geht's. So, jetzt wären wir bei der Baustelle angekommen. Das Wichtigste ist jetzt, dass wir die richtige Ausrüstung haben. Gut, kommen wir mit. Ich zeige euch die wichtigsten Punkte, die ihr euch merken könnt, bevor es zu spät ist. Und hier ein gutes Beispiel von einer Büschensicherung. Es ist ein Beispiel, das nicht häufig vorkommt, aber seinen Zweck erfüllt. Vielfach macht man Böschungssicherungen so. Das haben Sie sehr gut gemacht. Das sind 10 von 10 Punkten. Mögliches Gefahrenpotenzial geht auch immer von einer Leiter aus. Schaut, dass sie im richtigen Winkel da steht. Oder eine einfache Kontrolle geht mit Ellbogenproben. Dass sie genug lang ist. Da gibt es verschiedene Anforderungen, je nach Leitertyp. Und dass sie vor dem Wegrutschen gesichert ist. Schaut, dass ihr eine Fixierung am Leiterfuß oder am Leiterkopf habt. Ganz einfach. So ist super. Gut. Schauen wir mal, ob wir einen Schacht für euch finden. Das sieht gerade langweilig aus da. Machen wir doch eine Pause. Ah, jetzt läuft etwas. Darf ich mal? Ah, sehr gut, auch das Gaswandgerät haben sie gedacht. Dankeschön. Sehr gut. Tipptopp. Das Gerüst sieht gut aus. Der Sicherheitsaspekt ist berücksichtigt worden. Tipptopp. Da haben wir ein negatives Beispiel.
diesem realen Beispiel sieht man ganz gut, wie es nicht laufen sollte. Darum ganz klar, Daumen nach unten. Je nach Arbeit gibt es noch ganz viele weitere Sicherheitsaspekte, die ihr berücksichtigen müsst. Schaut, dass ihr entsprechend ausgerüstet seid. Das war wieder ein super Tag heute. Und dass es so bleibt, merkt euch. Lieber vorausschauen und an die Sicherheit denken, als dass es nachher bereuen könnt.